Letztens war ich mit ein paar Freundinnen von mir zusammen und wir haben auch so ein bisschen über unsere Beziehungen geredet und was wir so machen in unserer Beziehung. Und ganz viele Freundinnen meinten zu mir, dass sie fast nie was machen oder immer nur irgendwie so auf der Couch chillen, einen Film gucken oder so und nicht wirklich was unternehmen. Und ich fand es total schade, weil mein Freund und ich machen sehr gerne sehr viel zusammen. Und ich dachte mir, dass ich euch heute mal ein paar Date-Ideas zeige, erkläre oder einfach nur vorstelle. Es muss auch gar nicht in einer Beziehung sein, es kann auch mit euren Freunden sein, mit euren besten Freunden und so weiter. Aber einfach so ein paar Ideen, die man im Sommer machen kann, die ziemlich viel Spaß machen zu zweit oder in einer Gruppe. Hi, ich bin Lara Emily. Ich drehe hier auf YouTube Videos zum Thema Produktivität, Schule, Mindset und alles drumherum. Und hier kommen dreimal die Woche ein neues Video online zu genau diesen Themen. Also abonniere auf jeden Fall, um das nicht zu verpassen. Und heute geht es, wie gesagt, erstmal um diese kleinen Ideen, die man im Sommer machen kann. Ich finde die Idee einfach so süß. Und die erste Idee ist gerade einfach passend zu diesem Setting hier. Ich sitze nämlich gerade im Auto und warte auf meine Mutter. Ich habe sie nämlich zum Einkaufen gefahren und ich habe seit 2 Wochen meinen Führerschein, deswegen versuche ich halt gerade so jede Chance irgendwie zu nutzen, um ein bisschen Auto zu fahren. Und die erste Idee ist Verkehrsübungsplatz. Das wollten meine Freunde nicht unbedingt zusammen machen, als ich noch keinen Führerschein hatte. Ich dachte mir, ich fahre ihn so ein bisschen rum, weil im Endeffekt konnte ich halt ein bisschen fahren, aber nur ein bisschen und wollte halt mit ihm so ein bisschen üben auch. Und ich finde die Idee eigentlich richtig süß. Also falls jemand von euch schon einen Führerschein hat oder noch nicht und ihr mit einer anderen Person auf den Verkehrsübungsplatz geht, die einen Führerschein hat, könnt ihr jetzt zwei versuchen, so ein bisschen Auto zu fahren, euch das einzugrooven. Ich finde die Idee einfach so cool irgendwie. Und ich wünsche auch, wir hätten das damals gemacht. Haben wir aber nicht, weil wir es irgendwie von der Zeit her immer nie geschafft haben. Die zweite Idee wirkt erstmal ein bisschen kindisch, aber sie ist Indoor-Spielplatz. Und letztens waren meine Freundin und ich bei einem Indoor-Spielplatz. Eigentlich nur wegen seiner kleinen Schwester, weil die mit uns hingehen wollte. Aber es war meine Idee, weil ich habe so ein TikTok gesehen von älteren Leuten, also ältere 16-, 17-Jährige, also älter als die normale Zielgruppe, aber jetzt auch nicht wirklich alt. Und die waren auch bei einem Indoor-Spielplatz und ich fand die Idee einfach so cool, dahin zu gehen, da so rumzuspringen, rumzuspielen, weil irgendwie macht das extrem viel Spaß. Wie gesagt, die waren da ja letztens auch. Und obwohl es halt für kleinere Leute ist, für kleinere Kinder ist, macht es auch noch Spaß, es als etwas ältere Person zu machen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz süße Date-Idee vielleicht. Dann natürlich, wie kann es anders sein, was wäre es, ein Video von Lara Emily mit irgendwelchen Ideen, ohne das Wort Buch und Lesen zu nennen. Ich liebe es ja, Buchclubs irgendwie zu machen und ich liebe es auch sehr, wenn mein Freund mir vorliest. Und mein Freund und ich haben jetzt so ein bisschen die Gewohnheit, dass er mir auch abends immer zum Einschlafen vorliest. Und ich liebe das einfach, es ist so entspannt. Und wir haben das so ein bisschen eingeführt, statt Film gucken, weil viele gucken ja auch abends auch einen Film zum Einschlafen oder so. Und wir machen jetzt einfach immer so, dass wir uns gegenseitig vorlesen zum Einschlafen. Und ich finde die Idee so schön und es macht auch richtig viel Spaß, über das Buch dann gemeinsam zu reden. Ihr müsst ja auch gar nicht das mit dem Vorlesen verknüpfen. Ihr könnt ja auch sagen, ihr macht generell einen Buchclub und ihr beide lest das gleiche Buch und redet dann darüber oder so, oder ihr lest zusammen einfach, oder jeder liest irgendwie für sich, aber man sitzt zusammen, also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann, die einfach sehr schön und entspannt sind. Die nächste Idee ist Escape Room und ehrlicherweise kann man im Escape Room wirklich seine Teamfähigkeit testen. Letztens war mein Freund und ich in einem Escape Room und das war echt gruselig, weil das Ding ist halt, das war so ein Escape Room mit Schauspielern, also da waren Schauspieler, die uns erschreckt haben und ich wusste das am Anfang nicht und ich habe mich so erschreckt, ich hatte richtig Angst. Das war nämlich so ein kleiner Horror-Escape Room und im Endeffekt konnte nur einer rauskommen. Am Ende gab es so eine Schleuse und durch die durfte dann nur einer raus und der andere musste mit dem Schauspieler in dem Raum bleiben und ich hatte so Angst und zum Glück hat mich mein Freund dann rausgelassen, weil er weiß, ich bin so ein kleiner Schisser und er hat mich dann vorgelassen und ich wirklich, ohne Spaß hätte ich da drin bleiben müssen, es wäre einfach nur schlimm gewesen. Also Escape Room macht extrem viel Spaß und ist eine große Empfehlung von mir. Dann habe ich auch noch aufgeschrieben hier auf meiner Liste Fotoshooting und ich liebe Fotoshootings und ich glaube, man kann auch entweder ganz coole Fotos zu zweit machen, so süße Couple-Fotos oder auch voneinander einfach Fotos machen und die andere Person so ein bisschen inszenieren und schöne Schnappschüsse von ihr machen. Liebe ich auch. Da könnt ihr euch ja so richtige Fotoshooting-Spots irgendwie aussuchen, wo ihr hingeht oder einfach was im Garten machen, zu Hause machen, je nachdem, wie ihr das präferiert. Auch noch war ich schon öfter bei einem Poetry Slam, habe da auch schon selbst Gedichte vorgetragen und ich finde auch, dass das irgendwie eine ganz coole Variante von auch zum Beispiel Theater- oder Kinobesuchen ist, weil Poetry Slam ist so witzig. Also es ist so witzig, macht unglaublich viel Spaß, dahin zu gehen, auch was vorzutragen, falls ihr das wollt und würde euch auf jeden Fall auch in Erinnerung bleiben, wenn ihr das zusammen macht. Dann habe ich ja auch noch aufgeschrieben Planetarium oder generell Museum. Das Witzige war sogar, dass das erste Date von meinem Freund und mir damals im Museum war. Wir waren in einem Rhetorik-Streitmuseum. Wir hatten uns damals nämlich bei Jugend debattiert kennengelernt und dann war es irgendwie ganz cool. Beziehungsweise ich wollte ihn also nach einem Date fragen und wollte irgendwas sagen, was so Sinn ergibt oder beziehungsweise und ich wollte was sagen, was so ein bisschen subtil ist und nicht direkt so, ja, wollen wir keine ins Kino gehen oder so. Aber weil halt zu unserem Kennenlernen bei Jugend debattiert irgendwie so das Thema Streit ganz gut gepasst hat, habe ich ihn dann gefragt, ob er Lust hat, mit mir zu diesem Streitmuseum zu gehen, zu dieser Streitausstellung. Das war ganz smooth von mir, ich weiß.
Ich weiß. Teilweise gibt es ja aber auch öffentliche Vorträge zu irgendwelchen Themen oder öffentliche Vorlesungen, zu denen man hingehen kann. Oder was zum Beispiel in Berlin auch gibt, sind zum Beispiel so philosophische Cafés. Also irgendwelche so Cafés und Ausstellungen, zu denen man hingehen kann, ein bisschen diskutieren kann, ein bisschen sich Dinge anhören kann, finde ich immer ganz nett. Gerade auch, wenn es irgendwie so eins der ersten Dates ist, wo man nicht so weiß, über was man reden soll, finde ich auch solche Ausstellungen ganz cool, weil dann kann man eben über diese reden und muss nicht zwangsweise über sich selbst irgendwie reden, sondern kann ein bisschen was über das Thema da einfach erzählen und seine Meinung dazu sagen. Natürlich der Klassiker ist irgendwie sowas wie Brettspiele oder so zu Hause zu machen, Gesellschaftsspiele. Ich mag das ehrlicherweise nicht so gerne. Also ich muss dazu sagen, bei einem der ersten Dates mit meinem Freund haben wir damals Schach gespielt und ich konnte kein Schach spielen. Das heißt, er musste es mir erklären. Das war jetzt auch nicht so die beste Idee. Vielleicht findet ihr aber coole Spiele, die da irgendwie Sinn ergeben und die euch Spaß machen. Was ich auch sehr gerne mag, ist zum Beispiel gemeinsam kochen oder backen. Da würde ich aber auch darauf achten, dass es vielleicht ein Rezept ist, was man schon ganz gut kann oder so. Ich kann mir auch vorstellen, dass es witzig ist, wenn man es dann verkackt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Streitpotenzial ist und man sich dann irgendwie gegenseitig ein bisschen anmotzt oder so. Deswegen, wenn man ein bisschen harmoniebedürftig ist, würde ich da einfache Rezepte machen oder so. Was ich auch noch aufgeschrieben habe, ist zum Beispiel Kanu oder Paddeln oder Bouldern. Also irgendwelche Dinge, die ein bisschen aktiver sind, wo man draußen was macht, sich ein bisschen mehr bewegt, ein bisschen Sport macht. Für mich wäre es nichts, weil ich bin nicht so eine mega sportliche Person. Ich würde da eher mich wahrscheinlich ein bisschen blamieren, kann aber auch witzig sein und kann auch irgendwie zusammenschweißen. Was ich auch mega gerne mag, ist zum Beispiel ein Picknick zu machen. Ich habe zum Beispiel damals auch ein Picknick gemacht mit meinem Freund. Leute, mein Akku ist einfach gerade leer gegangen für eine Kamera. Deswegen habe ich auch schon die ganze Zeit so schnell geredet, weil ich Angst hatte, dass mein Akku gleich leer geht, weil ich wollte unbedingt das Video hier noch schnell drehen, aber konnte es nicht, weil der Akku einfach fast leer war. Deswegen noch kurz, um den Satz zu beenden. Wir haben damals auch Armbänder dabei gebastelt und das fand ich auch eine mega schöne Idee, so ein bisschen kreativ zu sein, während man zusammen isst und gemütlich da sitzt und so, ist eigentlich eine ganz süße Idee. Ich habe noch viel mehr Ideen. Also ich habe noch eine ganz, ganz lange Liste mit irgendwelchen Date-Ideen und ich würde sie auch super gerne mit euch teilen, aber auf dem Handy halt ist jetzt echt blöd. Deswegen abonniert auf jeden Fall. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr noch einen zweiten Teil wollt. Und dann klappt das natürlich auch. Deswegen, das würde ich immer sehr gerne für euch machen. Vergesst bis dahin nicht zu abonnieren und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis ganz bald. Tschüss!